Hallo und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge LS19 auf der Nordfeldmarsch für einen wunderschönen guten Tag. Ich. Ja, in der letzten Folge sind wir stehen geblieben beim Feld Nummer 1 ernten. Der ist ja gerade dabei und das Feld Nummer 20 ist jetzt auch fertig reif, weil das auf der Zeitstufe 5 vorgelaufen ist. Und dann haben wir noch das Gras zu mähen. Und ja, wie ihr bestimmt gesehen habt im Banner, damit ich am jeden Mittwoch um 12 Uhr ein neues Video bringe. Ich hoffe, das passt für euch so. Wenn ihr dann keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, dann könnt ihr jetzt gerne abonnieren. Und dann könnt ihr keine weiteren Videos mehr verpassen. Das wird mich dann richtig freuen. Und dann würde ich sagen, machen wir jetzt weiter. So, dann müssen wir jetzt kurz einmal bei den Tieren da ausmisten. Da ist er ja schon, der Weidemann. Und dann war's das so. So, dann schreibt es gerne eure Meinung in die Kommentare und dann lese ich sie mal gerne durch. So. Die haben jetzt endlich alles. Dann müssen wir jetzt bei den Schweinen nochmal vorbeischauen. Ah, der Strohsammler muss jetzt entladen werden. Und das schauen wir gleich vorbei. Übrigens wird die Woche noch ein zweites Video kommen, und zwar am Freitag, da kommt ein kleines Infovideo. Und ja, da könnt ihr mir jetzt gern unter das Video schreiben, was ihr für eine Frage an mich habt, und dann beantworte ich es für euch gern. Jo, dann würde ich sagen, machen wir jetzt an beim Band weiter. Oh. Er ist so. Wie viel Stroh haben wir eigentlich im Lager? Jo, dann lagern wir das einmal ein. Dann, wenn wir Zoll haben, was ins Lager reinkommt, den Rest bringen wir dann zum Komposter. Und dann würde ich sagen, jetzt wieder weiter mit der Völkerarbeit. Achtung. So. Übrigens, wollte ich noch einmal fragen euch, und zwar soll ich während dem Infovideo eine Runde Worms spielen? Das könnt ihr mir auch gerne in die Kommentare schreiben, dann würde ich das nebenbei so machen und daneben würde ich euch eben die Fragen beantworten, die ihr mir gerne in die Kommentare schreiben könnt. Und ja. Und falls ihr noch weitere Mods habt für die Nordfeldmarsch Marsch 4-fach, könnt ihr mir das auch gerne in die Kommentare schreiben und dann schreibe mir an und dann kommen sie ins Safe Game rein, dann passt das. Aber das schaue ich mal dann, wenn es soweit ist. So, dann müssen wir unten wieder einsteigen. So. Und übrigens habe ich auf Instagram geguckt, da könnt ihr auch gerne folgen. Link dazu ist in der Infobox. Dort habe ich euch gefragt, ob ihr ein Making-of sehen wollt, also wie die Videos für euch produzieren. Das könnt ihr auch mal gerne in die Kommentare schreiben. Dann beantworte ich euch eben die Frage in dem Infovideo. So, der ist da dabei, der ist bald fertig. Den haben wir jetzt eigentlich momentan nicht, wo steht da ist nichts, das ist eigentlich un. Übrigens haben wir gedacht, auf Feld 1, da werden wir dann Mais sehen, für die Schweine. Und ja, dann bald machen. Und ja, so, warten wir noch. Ah, das.
Kollege ist noch gleich in der Nähe. Gut, dann tanken wir den jetzt nochmal ab. Haben wir Gerste gesehen. Okay. Oh, der ist eh gleich leer. Dann gehen wir weiter mal. Mal kurz das Fenster. So. Übrigens schreibt es mir in die Kommentare, ob ihr gern eine Modliste zu den einzelnen Projekten haben wollt. Und dann würde ich das so gern machen und dann verlinke ich es eben unten in der Videobeschreibung. Ah, das müssen wir wegstellen, weil wenn der Großsammler da arbeiten tut, dann bin ich wieder im Weg mit dem. Wo dann? Ah, der ist eh wieder bei 60%. Warte noch. Der braucht noch 3 Minuten. Und dabei schauen wir noch, was die Tiere so brauchen. Wir brauchen Wasser und Stroh. Die brauchen auch Wasser und Stroh. Das passt eh dann wenig. Ah, da ist eh der. Ah, da ist Gülle drin. Okay. Oh. Da müssen wir zuerst den noch einmal auslernen. Wie viel haben wir da eigentlich jetzt momentan drin? Ein bei der Düngerherstellung. Das muss ich jetzt kurz mal schauen. Dünger 8000 Liter. Da müssen wir dann eben noch Kompost herfinden. Oh, das werden wir jetzt auch noch bald machen. Aber zuerst werden wir die Tiere mit Wasser, Stroh und so weiter versorgen. So, dann tanken wir jetzt eben. Ah, der Dings ist auch wieder cool, der Strohsommer. Tun wir den dabei da her. Und dann tun wir den wieder entlassen und dann gehen wir es wieder entleeren. Und jo. Und so kommt eigentlich einiges an Stroh, was wir vom Ernten bekommen haben. Das braucht man. Uiuiui. Wollte jetzt nicht. So. Dann lagern wir das wieder ein. So. Der ist voll. Dann gehen wir den jetzt an einmal. Wo brauchen wir mehr Wasser? Eigentlich überall gleich viel. Haben wir zuerst so gerade wie sie da ist. Beine, dann Kühe. Weil die sind nicht mehr, ne? Das macht dann eh nichts. Hm. Gucken wir den da an. Ein paar 100 Liter ein. So. So geht eigentlich so. Auch noch ein bisschen. So, dann lassen wir das mal stehen. Den. Ah, der ist leer, den können wir dann abstellen. Dann können wir den wegmachen, ausleeren und dann können wir eigentlich zum nächsten Feld fahren. Okay.
genau dort, wo das Loch ist. Oder halt im Boden noch ist. Ja, mal das hin, einladen und dann war's es. So, der ist leer. Dann fahren wir mal zum nächsten Feld. Jo, der hat auch schon 4,3 Stunden auf dem Tacho. So, dann können wir eigentlich gleich den X wieder einfüllen. Wo haben wir eigentlich unseren Schneidpunkt? Aber es muss eigentlich. Ist ja eigentlich gleich da hinten. Das nächste. So. Würde ich sagen, geht's auf zum nächsten Feld. Reparieren müssen wir auch bald einmal wieder. Aber wenn wir gerade da sind. Aber machen wir das über das. So, jetzt ist er wieder repariert. Und auch 1400 gekostet. Jo. Aber es macht ja nichts, solange wir mehr von Ernten haben als wir von Reparieren. So, übrigens habe ich in der Zwischenzeit die Kurse schön geordnet in Unterordner. Stellen wir den da einmal ein. Er braucht 22 Minuten. Und jo. Er kommt wieder zum nächsten Feld. Dann passt das. So, jetzt müssen wir schauen, damit eben wieder dock wird, weil ich mag Dunkelheit nicht so im Spülen. Schreibt es mal gerne in die Kommentare, ob ihr das auch so findet oder ob ich lieber so lassen soll. Ja. Weil sonst eine Spule bis zum nächsten Tag vor. Oder raus. So, da auch wieder. Haben wir noch ein paar Bahnen vor uns. Wo ist er stehen geblieben? Und dann. Machst du das einmal da? Dann. Der ist auch schon wieder bei 50%. Ah, den können wir dann auch gleich holen. Ja, genau. So, dann gehen wir das ins Lager bringen und dann können wir den Abtank dazu an ein Feld bringen, wo jetzt gerade da drin schon. 28.000 Liter Hafer ist auch von dem Feld rankommen. Das ist gar nicht so schön. Oder haben wir schon einmal einen Lager? Ich weiß es gar nicht. Ich schau mal kurz nach. Ah, da haben wir ja schon. 51.630 Liter im Lager. Wo geht's eigentlich dahin? Ja, das hat dazu zu tun, weil das Gesamtgespann hat 29 Tonnen. Da muss er schon ein bisschen an Arbeit aufbringen, da ist schon nicht alles davon dran. So, dann loggen wir das einmal wieder ein. Und dann müssen wir nochmal dort schauen, was so fehlt bei der Dingeherstellung. Ich glaube, da müssen wir mal wieder Dings Mist bringen. Aber das werden wir jetzt machen.
Ah, der ist wieder bei 95%. So, dann lassen wir den durchstehen. Der ist auch wieder bei 80%. Der braucht noch 8 Minuten. Oder wie lang? Jo, wird sich. Oh, dann müssen wir mal da weiter schauen. Dann lassen wir das da mal stehen. So. Dann, ich sagen. Ah, haben wir jetzt keinen Hänger mehr, oder? Da jetzt. Den haben wir noch. So, dann schnappen wir uns den einmal. Den guten Drehschimmel. Vom Youngtimer DLC mit dem Fast Track von dran. So, den schnappen wir uns jetzt und dann werden wir jetzt von den Dings dort spielen und beinahe den ausschalten. Aber da kommt jetzt ein kleiner Timelapse. Das wäre ich noch da. Stern. Und kommt die kleine Timelapse von Mist Schaufel. Wir das nochmal schön aus. Uiuiui. Beim Zwick. Ja, bei 19,3 Tonnen. Beim Zwick ein bisschen länger. So, jetzt lernen wir das schnell aus. Und dann geht's los, bitte. Bis Schaufeln. Nehmen wir das jetzt wieder ein. Die Zeit. Los. Ui. Sorry. Okay. Eben. Ah, doch. Ah, nur 7 Minuten. Er ist auch gleich wieder fertig. Aber jetzt würde ich sagen, legen wir dann los mit der Timelapse um mich Job. Ich hoffe, es gefällt euch die Timelapse und dann würde ich sagen, geht's los.
So, meine lieben Freunde, da bin ich wieder. Ich hoffe, es hat euch die kleine Timelapse gefallen. Und ja, da sind ein paar tausend Liter Mist rausgekommen. Und ja, die lade ich jetzt gerade da rein. Es produziert aber 12.738 Liter Mist. So. Warum ist die Schrift so? Keine Ahnung. Das neue Update, was auf Motorster erschienen ist. Und dann. Jo, 12.738 Liter. Das passt. So, dann lass mal den nochmal kurz stehen. Den müssen wir auch noch aus. Jo, das machen wir dann schnell. Dann ist die Folge auch wieder zu Ende. Dann würde ich sagen, laden wir das ab und dann schauen wir noch, was wird. Das produziert schon Dünger. Und ja, ich hoffe, es hat euch die Folge gefallen. Wenn ja, dann lasst doch gerne ein Abo da, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und im Kanal Banner 6.de am Mittwoch um 12 Uhr kommt immer eine coole Folge, also vergesst nicht einzuschalten. Bis zur nächsten Folge, haut rein, bis zum nächsten Mal, tschüss.